Hallo ihr Lieben und ein ganz, ganz herzliches Willkommen bei mir. Ich freue mich so sehr, dass du heute an diesem wunderschönen, sonnigen, heißen Sommersonnentag zu mir gefunden hast und ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam ein bisschen Zeit verbringen und durch die Energien surfen. Ja, und ich möchte ganz kurz was bitten, bevor ich starte. Und zwar möchte ich euch darum bitten, falls euch meine Videos irgendeinen Nährwert schenken, ein gutes Gefühl, einen wertvollen Impuls oder ja, oder sonstiges, ja, würde ich euch sehr bitten, darum, mir was dazulassen, einen Kommentar, ein Abo oder ein Like, ist egal, um einfach dieses Feld, ja, ja, mein Wunsch wäre es, dieses Feld weiter zu vergrößern und noch mehr Menschen dienlich zu sein, noch mehr Menschen zu erreichen. Und ich würde euch da einfach bitten, mich dabei zu unterstützen, wenn ihr mögt. Danke erstmal und dann starte ich jetzt in die Karten. Und zwar mache ich das heute mit dem Los Carabeo Tarot von Los Carabeo Verlag, aber ihr findet all meine Karten, die ich verwende, unterhalb meines Videos in der Videobeschreibung. Da hätte ich gern einfach mal 5 Karten. Beim Mischen ist mir schon zweimal das Ass der Kelche rausgefallen, also nur zur Info. Und ich schaue jetzt mal, was sie mir sagen dürfen, die Karten oder wollen. So, die Welt der Energien, das Tor ist geöffnet und wir schauen mal, was dürfen wir hier wissen. Okay. Hätte ich gerne noch eine einzige. Hoppala. Gut. Alles klar. Und die Sonne. Ja. So, und die Unterenergie ist hier die 9 der Stäbe. Also die 9 der Stäbe ist immer so die Karte von, man hat verschiedenste Erfahrungen gehabt, negative Erfahrungen, die sich hier so ein bisschen in die Seele eingebrannt haben, die man einfach mit durchs Leben trägt. Narben, die vielleicht zum Teil verheilt sind, aber zum Teil noch schwelen, noch pulsieren. Ja, das ist eigentlich immer so die Karte der 9 der Stäbe. Hier ist es jetzt ein bisschen anders dargestellt, ne? Und ich habe so das Gefühl, dass hier jemand steht, der, also wenn die Stäbe hier für, sage ich mal, für die Verletzungen stehen, für das, ne, was man erlebt hat, für diese negativen Erfahrungen, Traumen, was auch immer, ja. Jeder von uns hat sie, diese tiefen Narben. Und ich habe das Gefühl, hier hat jemand jetzt bewusst sich damit beschäftigt, ja, und diese, also, ne, wie, als hätte man sich jetzt Zeit dafür genommen, ja, und symbolisch stehen diese Stäbe jetzt für diese Wunden, um sie wirklich ein für alle Mal, ne, er hat die hier zusammengebunden, er hat hier noch ein bisschen Tuch sozusagen, mit dem er hier die Stäbe zusammengebunden, um diese Wunden zu verbrennen, ja, und wenn wir etwas verbrennen, transformieren wir es. Ja, es Energie kann nie sterben, Energie kann nur transformieren. Ja, also alles transformiert. Wenn wir zum Beispiel einen Baumstamm verbrennen, dann transformiert er zur Asche. Und mir kommt hier ganz klar rein, dass hier jemand wirklich mit sehr viel Kraft, weil hier sieht jemand auch sehr erschöpft aus, ja. Ja, und es ist so ein bisschen wie so ein Kriegermodus, ja, wirklich alles zusammengenommen hat, um hier seine Wunden ein für alle Mal zu transformieren. Ja? Das ist das, was ich mit dieser Karte hier wahrnehme und ja, was ich hier fühle. Ja? Und es war ein großer Kraftakt. Ja? Das hat Zeit gebraucht und es hat auch eine Menge Courage gebraucht. Das ist hier die Überschrift. Hier hat er wirklich aufgeräumt. Ja? Wirklich viel Arbeit geleistet, Transformationsarbeit. So, dann haben wir hier in einem Hauptspread haben wir hier die 6 der Münzen, den Mond, die 8 der Kelche, den Bube der Kelche und die Sonne. Das sind sehr tolle Karten. Also, hier sieht man erstmal die 8 der Kelche
Kelche hier im Zentrum. Die Acht der Kelche ist immer so die Energie, dass man schweren Herzens etwas emotional hinter sich lässt. Ja? Man sieht hier den Neumond und den Mond. Und man sieht, schaut mal, dieser Mensch hier läuft hier mit der Lotusblüte, mit geöffnetem Herzen. Ja? Hier fließen die Gefühle. Und mir kommt es wirklich so vor, als hätte hier jemand ja, etwas Altes hinter sich gelassen. Das zeigt mir ja auch diese Energie an, dass hier Altes brutalst transformiert wurde. Ja? Das ist endgültig. Man kann aus der Asche nicht wieder einen Baumstamm machen. Ja? Und hier hat hier wirklich jemand erfolgreich transformiert. Und ich glaube, es fliegt gerade ein Milan über meinen Kopf. Das bestätigt mir es einfach nochmal, dass hier jemand wirklich erfolgreich transformiert hat und endgültig. Ja? Es gibt ja so Sachen, die haben wir so Traum-Urwunden in uns und es kommt immer und immer wieder zu tragen. Wir bekommen einfach nicht den Kerngehalt. Und wenn man ein Thema heilt, dann heilt man in Spiralen. Ne? Und wenn man den Kerngehalt hat, dann ist es eigentlich leichter. Dann sind es andere so wie so Zwiebelschalen. Aber wir heilen immer erstmal den Kern von etwas. Und mir kommt es hier wirklich so rein, als hätte hier jemand wirklich die ganze Arbeit geleistet. Wie gesagt, die Asche wird nicht mehr zum Baumstamm. Ja? Diese Wunden sind geheilt. Geheilt. Wie gesagt, hier hat jemand wirklich Altes hinter sich gelassen, auch wenn es ihm sehr, sehr, sehr schwer gefallen ist. Aber dadurch, dass er hier mit der Lotusblüte in der Hand geht, erfolgt hier seinem Herzen. Ja, den fließenden Gefühlen, er folgt hier der Liebe, er folgt hier seinen Gefühlen, ja, was hatten wir hier, die letzten Tage hatten wir immer diese Energie von ein Gegenüber geht in die Hingabe an seine Gefühle und genau dies ist es, ja, wenn man jetzt schweren Herzens vielleicht sein altes Leben verlässt, vielleicht eine Partnerschaft aufgibt, die nicht mehr funktioniert, den Beruf, das Umfeld oder sonstiges, ja, weil es einfach emotional nicht stimmt. Es ist, vielleicht passt es zwar. Ja, diese Partnerschaft gibt einem viel Komfortabilität, gibt einem viel Sicherheit, Stabilität. Man ist schon ewig zusammen. Vielleicht ist man auch danach beruflich verbandelt und so weiter und so fort. Aber es füllt nicht das Herz. Es ist nicht genug. Ja? Weil man auf einmal weiß, dass die Liebe für einen eine andere Bedeutung bekommen hat. Und dass man nur noch so lieben möchte. Ja, und das ist das, was ich hier wahrnehme. Hier hat jemand für sich ganz tief erfahren, ich möchte nur noch so lieben. Und hat dann eben schweren Herzens etwas verlassen und folgt hier mit geöffnetem Herzen seinem Gefühl, auch wenn es hier steinig ist. Ja, ja, wow. Wow, wow, wow. Das ist so tief, das geht so tief, weil ich kann es so fühlen, diese Energie. Das ist nicht leicht für diesen jemanden, ja. Es kann jetzt du sein, es kann jetzt dein Gegenüber sein. Ich fühle es eher ein bisschen als Gegenüberenergie, aber ich fühle auch, dass es viele von euch im Feld sind, ja. Also, weil es ist ja nicht immer so, dass wir, wenn wir jetzt im Bereich der Seelenliebe sind oder im Bereich der Liebe, der wahren Liebe, Liebe auf Augenhöhe, Partnerschaft der neuen Zeit, sag, wie du es möchtest. In diesem Bereich ist es ja nicht immer nur so, dass die Gegenübers einen Partner haben, sondern ganz oft auch, also, ne, sag ich jetzt einfach mal, dass ihr das seid, die einen Partner haben oder wo man noch etwas lösen darf. Wie auch immer, hier hat jemand absolut erfolgreich transformiert, gelöst, ja, geheilt. Ja, und das muss man auch, um hier überhaupt loszulassen. Ja? Wenn es hier so verbandelt ist, weil man hat ja nicht eine Partnerschaft einfach so. Man ist ja lange zusammen und dann trifft man diesen anderen Menschen. Und dann wird einem erstmal klar, warum ist man denn mit dem Menschen noch zusammen? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja? Es kann sich auf alle Themenbereiche beziehen. Beruf und so weiter. Oder Freunde oder Umfeld oder Kultur. Es gibt oft sehr großen Kulturunterschied. Ja? Das habe ich auch schon mitbekommen mal. Ja, das ist wirklich schwer. Also es ist wirklich oft sehr schwierig,
wenn die kulturellen Unterschiede sehr hoch sind, ist es auch eine große Herausforderung oder die Altersunterschiede sind sehr, sehr hoch. Ja, habe ich auch erst letztens mitbekommen, da war eine 60 und der Mann ja, war 35 und es hat aber geknallt. Ja, und beide haben gedacht, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein. Ja, alles spricht verstandesmäßig dagegen, alles. Und das ist ganz typisch in diesen Verbindungen. Für den Verstand sind sie nicht zu greifen. Ja, der Verstand, also alles wird erstmal dagegen sprechen in deinem Ratio. Ja, es geht aber darum, dem Herzen zu folgen. Die hat jemand gelöst und das wollte ich einfach darauf hinaus. Man muss erstmal seine Themen lösen. Ja, Abhängigkeiten und so weiter, Sicherheitsbedürfnis, warum bin ich mit dieser Partnerschaft eigentlich noch zusammen, bla 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 bla, um überhaupt dann gehen zu können. Und hier hat jemand erfolgreich gelöst und ging oder geht, ja, geht. Ja, denn hier, Sechs der Münzen, ne, ist die Energie des Ausgleichs. Hier möchte sich im Weltlichen was ausgleichen. Ja, man sieht's. Ja, ein Ungleichgewicht und hier möchte sich was ausgleichen. Es möchte hier ganz klar zu einem Ausgleich kommen auf der weltlichen Ebene. Ja, hier besteht noch ein Ungleichgewicht und das ist absolut erfolgreich. Ja, mit der Sonne hier, ne, man sieht auch, wie der hier läuft. Das ist Erfolg pur. Ja, das ist Success einfach nur. Ja, und die Sonne ist immer die Wahrheit, ne, die Heilung. Absolut positiv, ne? Durchlichtet Illusionen, ich sag's ja immer wieder tausendmal, ja. Und die Wahrheit, also mir kommt es hier so rein, tatsächlich, mit dieser Karte höre ich hier, die Wahrheit siegt hier, ganz klar. Die Wahrheit, die rote Farbe, die Wahrheit der Liebe siegt hier. Ne? Und es kommt hier zum Ausgleich in der weltlichen Ebene. Und das ist schon ein Knaller. Das ist ein Knaller. Und das zeigt mir auch diese Karte, ja. Eure Seelen rufen sich hier. Ja, hier ist Sehnsucht. Hier ist Sehnsucht. Ja. Der Hund und der Wolf mit dem Mond. Aber der Mond ist auch, kann man natürlich auch oft anders interpretieren. Aber in diesem Deck, na, und man sieht ganz klar hier auf dieser Münze, Münze ist Erdenergie, ist die weltliche Ebene, ist der Krebs. Ja. Hier sind tiefe Gefühle. Tiefe Gefühle auf der weltlichen Ebene, ja, der Kelch ist umgefallen. Ja. Hier ist große Sehnsucht. Also dieses Bild, das zeigt mir ganz klar, dass ihr hier keinen Kontakt habt, ja, oder ganz spärlich. Auf jeden Fall ist irgendwas passiert. Ja, und das ist, müsst ihr euch vorstellen, wie eure Seelen, die nacheinander Ausschau halten, die nacheinander rufen, die rufen sich hier, die haben Sehnsucht, ja. Möchten hier auf weltlicher Ebene in die Vereinigung kommen und sich verbinden. Ja. Und das spiegelt hier in dem Bube der Kelche und der Page der Kelche. Na, man sieht es hier ganz klar. Sie hat hier den Kelch in der Hand mit dem Fisch. Ja. Da haben wir wieder den Kelch, der überbracht werden möchte. Ja. Und mir kommt hier ganz mit der Karte, was ich hier so fühle, ist ja mit den Gedanken. Mit meinem ganzen Gefühl bin ich bereits bei dir. Ja. Mit meinem ganzen Gefühl bin ich bereits bei dir. Auch wenn es vielleicht langsam ging, dieser ganze Prozess mit der Schildkröte und der Schwan, das zeigt einfach nochmal diese Loyalität, diese Treue, diese tiefe Treue, ja, auf Seelenebene, spiegelt ja auch hier rein, auf Seelenebene an. Und es ist ein Prozess, die gehen auch langsam, ja. Und hier ist man schon mit, ja, mit den Gedanken, mit allem. Ne? Man sieht hier auch wieder, sie hat hier das Kleid und das Geschlecht spielt hier überhaupt keine Rolle. Ja? Hier ist man offenen Herzens. Es wiederholt sich hier. Offenen Herzens, ja. Ja, man könnte auch sagen, die Botschaft ist, ich habe hier viel, viel in Heilung gebracht, endgültig transformiert und es hat mich unfassbar viel Kraft gekostet. Aber nun kann ich das Alte verlassen und ich folge hier mit offenem Herzen meinem Gefühl. Ich bin mit all meinem Gefühl, mit meinen Gedanken bin ich schon längst bei dir, bei uns. Mein Herz ist ganz, ganz weit offen. Die Liebe wird hier triumphieren, wird hier siegen.
Ja, die Wahrheit wird hier siegen. Ja. Und ich fühle starke Sehnsucht. Und das kommt mir eher wie in eine andere Ebene rein. Also hier möchte was in Einklang gebracht werden, ja, in Ausgleich. Wir hatten auch ganz viel die Gerechtigkeit. Wow, das ist wirklich ganz, ganz schön. Und das fühlt sich ganz, ganz schön an, wirklich. Na. Okay, ich gucke jetzt nochmal mit dem mystischen Tarot drauf von Katrin Welzstein. So. Oh. Das ist wirklich eine sehr schöne Legung. Also es fühlt sich sehr nach Gegenüberenergie an. Das und das und das fühlt sich hier sehr nach Gegenüberenergie an. Ja. Und eure Seelen rufen sich hier. Ja. Eure Seelen rufen sich hier. Und es hört sich, ist nicht so, es ist nicht so abgespaced, wie es klingen mag. Also wenn es jetzt jemand nicht spirituell ist oder der mit gar nichts damit zu tun hat, hier hören würde, würde wahrscheinlich denken, okay, es ist gar nicht so abgespaced. Es ist eigentlich total verständlich, ja. Weil wie gesagt, auch diese Seelenliebe existiert dort, also es ist schon im Wort, wo sie existiert, nämlich auf Seelenebene. Diese Liebe fließt nicht, weil man sich in den Verstand des anderen verliebt hat, in das Aussehen des anderen oder in den Körper des anderen oder in das Paket, was er verkörpert, in die Rolle. Ja? Nein, nein, nein. Eben, wie gesagt, meistens spricht alles im Verstand dagegen, der Körper wehrt sich dagegen, weil er zig Traum hat und so weiter, kann er diese Wahrhaftigkeit dieser Liebe gar nicht zulassen. Ja? Alles spricht eigentlich dagegen in deinem System, nur die Seele, nur das Herz sagt ja, weil es dasselbe oder das ähnliche Material ist, habe ich ja schon mal gesagt, ne? Essenz. Ja? Und somit ruft ihr euch, um diesen Prozess immer weiter zu gehen. Ja? Ja, und es wird Zeit. Ich höre es hier auch, es wird Zeit, dass ihr euch hier wiederfindet. Es ist echt, ich kriege überall Gänsehaut am ganzen Körper. Aber das ist das, was ich höre. Es wird Zeit, dass ihr euch jetzt wiederfindet. Ja. So. Gut. Ich hätte mal gern 3 Karten. Haha, Pferdestäbe. Das habe ich vorhin gesagt, ey. Noch eine. Okay, es sind eigentlich ein paar mehr, aber na gut. Vier Stäbe und ich habe vorhin gesagt, eure Seelen rufen euch zur Vereinigung und das ist genau diese Karte. Die Vier Stäbe ist für mich die Karte der absoluten Seelenliebe. Ja, man sieht hier ein Vogel, noch ein Vogel, das ist quasi, das symbolisiert jetzt eure Seelenebene. Das ist, was ich gerade ausgeführt hatte. Eure Seelen rufen euch, rufen zur Vereinigung im Weltlichen. Ja, das Haus symbolisiert euer Zuhause ist eure Liebe, eure Essenz, weil es nämlich dieselbe ist oder die gleiche. Und es wird Zeit, das ist das, was ich gerade reinbekam, es wird Zeit, dass ihr euch vereint auf der weltlichen Ebene. Es wird Zeit. Eine wunderschöne Legung, die rührt mich sehr. Gerechtigkeit, ja, ganz genau. Und das ist das, was ich hier auch schon bekommen habe, dass, dass die Wahrheit hier triumphieren wird und der Ausgleich kommt. Und das ist genau diese Energie. Und hier nochmal die Sonne, zweimal die Sonne, das ist der Knaller. Das sind brutal starke Karten, ja. Ich möchte es nur mal anmerken. Und dann haben wir eben noch hier den Herrscher, ja. Und der Herrscher, der symbolisiert, das sage ich ja immer wieder, hat für mich die Masterclass Kopf und Verstand in Kopf und Verstand, Herz und Verstand in Einklang zu bringen. Und man sieht hier, hier ist jemand, hatte viele, viele Abhängigkeiten. Warum sage ich hatte? Weil mir kommt es hier so rein. Schaut mal, wie groß dieser Mensch ist und schaut mal, wie klein dieser
Innenhof mit diesem Schloss da ist, ja. Und mir kommt hier rein, hier ist es jemanden, ja, hier ist jemanden, hier ist jemand seinem alten Leben entwachsen, ja. Und das ist jetzt hier kein Ziehen und Zerren mehr, sondern es ist ein Loslassen. Ja, man lässt hier los. Man lässt schon hier locker. Seht ihr? Man lässt hier locker. Man lässt hier los. Man lässt das Alte los. Ja, die Abhängigkeiten. Man lässt immer mehr los. Ja, man weiß, man ist hier dem Alten entwachsen. So kommt es mir einfach rein. Es ist die Masterclass des Herrscher Kopf und Verstand. Und hier hat sich eindeutig jemand fürs Herz entschieden. Ja, seht ihr, für die Lotusblüte. Auch wenn es schwer fällt. Ja, natürlich fällt es schwer. Wir sind Gewohnheitstiere, wir Menschen. Und wenn wir 20 Jahre mit einem Partner zusammen waren oder seien es auch nur 10 oder sind noch Kinder im Spiel, oder ich habe eine Firma aufgebaut und liebe die über alles, oder ich weiß, ja, mein Gott, der ist 20 Jahre jünger als ich, mein ganzes Umfeld würde mich vielleicht verstoßen. Ja, das ist alles nicht einfach. Ja, es geht aber darum, diese Trennungsmomente, ja, zu überwinden, denn diese Liebe überwindet sie. Diese Liebe überwindet sie definitiv, weil sie eben nicht in diesen Rollen, nicht im Verstand, nicht im Körper stattfindet, sondern auf der Seelenebene und dort existiert keine Trennung. Ja. So, also hier ganz klar, das Gericht ruft hier auf. Also, na, jetzt hört mal zu. Das Gericht ist ganz oft, ganz wird es ganz runtergebrochen, gesagt als Ruf der Seele. Und das ist, was ich hier jetzt 15 Mal reinkrieg. Die Seele ruft hier zur Vereinigung im Weltlichen. Die Seelen rufen hier zur Vereinigung im Weltlichen. Also, wie oft soll ich es noch reinkriegen? Das ist so definitiv. Also, eure Seelen rufen, es ist jetzt Zeit, Leute, es ist jetzt Zeit, ich bin fix und fertig. Es ist jetzt Zeit, die Gerechtigkeit soll hier reinkommen und die Wahrheit wird hier jegliche Illusionen durchlichten, denn die Wahrheit wird hier siegen. Ja? Die Wahrheit durchlichtet Illusionen, die letzten Schleier fallen hier, ja? Und es geht jetzt einfach nur noch darum, seinem Herzen zu folgen, ja? Und sich wirklich zu öffnen für diese Liebe, für diese Wahrheit, die du ja bist. Hier ist ein Ruf der Seele. Es ist Zeit für diese Vereinigung im Weltlichen. Hier gibt es jetzt diesen gerechten Ausgleich. Das hat es mir hier auch schon gezeigt. Das ist brutal. Ja, und hier kommt jetzt die Wahrheit. Heilung pur. Heilung pur kommt hier. Absolut positiv. Die Sonne ist absolut positiv. Ja. Da gibt es nichts. Das ist Wahnsinn, das sind brutalste Karten. Wirklich, das sind brutale Karten, brutal. Schaut euch das mal an. Vier der Stäbe, Gerechtigkeit, Sonne, Gericht. Hier nochmal die Sonne, das ist der Wahnsinn. Ja? Und es ist nur gerecht, dass es jetzt hier zum Ausgleich kommt. Denn du hast hier auch deine Illusion durchlichtet. Jemand anderes hat hier seine Illusionen durchlichtet und hat hier wirklich seine Themen, ist hier seine Themen angegangen. Du wirst deine Themen angegangen sein, sonst kommt es hier nämlich auch nicht zu einer Vereinigung. Ne? Das ist so. Ne? Man pendelt sich dann immer mehr ein, bis man kompatibel ist, connectable, um diese Liebe zu halten, um diese Liebe zu empfangen. Das ist wahnsinnig schön. Jetzt bin ich aber froh, dass ich mich doch hier in mein Backstübli gesetzt habe, um diese Nachricht hier zu empfangen. Total schön. Ich gucke jetzt noch mit dem Philema-Tarot. Ja, was wir noch wissen dürfen. Weil den Impuls hatte ich vorhin schon, das noch zu nehmen und dann mache ich das jetzt auch. Aber es ist witzig, ich dachte schon bei der Karte, es fehlt eigentlich nur die 4 der Stäbe, weil genau das Gefühl hatte ich, eure Seelen rufen hier. Das ist brutalste Sehnsucht. Eure Seelen rufen hier zur Vereinigung im Weltlichen. Und dann kommt diese Karte, das ist einfach nur Knaller. Ja. Und zweimal die Sonne und ach, ich komme gar nicht drüber weg. Aber genug, ne? Man kann sich da auch immer wieder zurückspulen und wieder anhören, wenn man will. Das ist einfach zu schön. Ich werde es mir definitiv nachher auch einmal angucken. Aber noch schöner als das, was ich sage, ist ja das, was ich fühle. Und ich hoffe immer so sehr,
dass mir es gelingt, das irgendwie zu wenigstens ein Stück weit zu transportieren, was da ein Gefühl rüberschwappt. Es ist aber eine ganz zärtliche, eine ganz sanfte Energie und so eine erlösende Energie. Es ist soweit. Ja, es ist soweit. Wundervoll. Also noch 3 Karten. Was dürfen wir jetzt noch wissen? Okay. Okay, ja. Noch eine. Gut, ja, okay. Okay, also wir haben hier die Königin der Schwerter, den Magier und die 3 der Stäbe. Und hier ist noch die Unterenergie, die 5 der Schwerter. Die 5 der Schwerter ist ja immer so, ich dachte gerade, es sieht aus, die 5 der Schwerter ist ja immer so die, die Karte des Kampfes, ein Kampf, den man, wo keiner gewinnt. Ja? Man sieht ja auch, hier hat jemand sich ergeben. Und mir kommt hier einfach als Karte rein. Es ist gar nicht so dramatisch, wie es hier dargestellt wird. Es ist eigentlich der Ausdruck dieser Karte. Ja? Hier hat einfach ganz einfach die Liebe gewonnen. Ja? Die Liebe, die Wahrheit, diese Essenz, diese Liebe, weil sie aus dieser Quelle kommt. Versteht ihr? Sie kommt aus eurer Essenz, sie existiert in eurer Essenz. Das ist eine Wahnsinnskraft, man kann es sich nicht vorstellen. Natürlich gewinnt sie. Und hier hat ganz einfach das Ego die Rolle kapituliert, sich hingegeben, ganz klar. Ja? Eigentlich die weiße Fahne hier geschwenkt, man sieht hier jemanden, der sich hier niederbeugt, sich hier unterwirft. Ja? Und mir kommt hier einfach rein, hier hat sich der Verstand oder alles, was dagegen spricht, hat sich hier unterworfen, ja. Also alles ego-mäßig oder Glaubenssätze, Muster, tralalala. Vielleicht manchmal so eine Karte, dann halte ich die einfach so hin, da steht dann alles drauf, dann muss ich nicht immer wieder wiederholen. Ja. Genau, und das wieder, das ist einfach nur nochmal eine absolute Bestätigung dessen, ja, also die Königin der Schwerter, die Königin der Schwerter ist eine sehr kühle Königin, aber hier kommt mir einfach rein, diese Wahrhaftigkeit, ja, diese Wahrhaftigkeit wurde jetzt auch im Mentalfeld transformiert, hat hier auch im Mentalfeld, guckt euch mal die weiße Farbe an, diese Klarheit ist hier im Mentalfeld eingezogen, ja, und sie ist mild geworden, dadurch, dass es die Königin ist. Die Königin ist eine Königin, natürlich ist eine weibliche Energie. Ja, es könnte jetzt auch der König der Schwerter sein, weil es ist nämlich keine Person, sondern es zeigt mir die Energie an. Also das ist das, was ich wahrnehme. Und mir kommt hier so rein, dieser Verstand ist milde gestimmt. Ja, versteht ihr? Die Gedankenebene ist milde geworden. Sie ist klar und rein geworden. Sie wurde hier transformiert. Ja, mit dieser, ne, die weibliche Energie ist ja so empfangend, nährend, mild, fruchtbar, sanft. Ja, diese Energie ist in den Verstand eingezogen und hat hier den Verstand klar und rein werden lassen, transformiert. Und das, was du dir gewünscht hast, kommt jetzt hier. Ja, der Magier, das, was du hier gewünscht hast, was du manifestiert hast, ja, ja, ganz klar, kommt jetzt hier auf dich zu. Es ist in Sichtweite. Es ist Zeit, wie gesagt, es ist Zeit für die Vereinigung im Weltlichen. Es ist wirklich Zeit. Die Zeit ist jetzt reif. Die Zeit ist reif. Ja, und hier kann man auch nochmal sagen, weil manchmal kommt mir der Magier auch als das Universum selbst, als die Kräfte des Universums selbst rein, ja. Und also hier wirken auch alle Kräfte für euch. Ja, und zwar auf jeder erdenklichen Ebene. Emotionalebene, Erdebene, Schwertebene, Ätherebene, Gedankenebene. Auf allen Ebenen wirkt jetzt hier das Universum für euch, damit du diese Liebe jetzt empfangen kannst. Und dein Verstand ist milde geworden und klar. Wow. Wow. Ich bin baff.
Okay. So, da zum Abschluss, ihr Lieben, nehme ich meine Seelenliebe-Karten, meine Seelenliebe-Orakelkarten. So sehen die aus, sind 80 Karten. Und frage jetzt noch einmal das liebe Orakel, was jetzt noch wichtig ist. Sagen wir mal zwei, drei Karten. Was wäre jetzt noch wichtig zu wissen? Was dürfen wir jetzt noch wissen? Zwei, drei Energien bitte. Ja, brutal. Ja. Okay, es sagt alles. Ja. Also die Unterenergie ist, sind hier die Träume und über die Traumebenen seid ihr hier beide immer verbunden. Ja, das ist einfach Fakt. Ja, weil in der Traum, wenn wir träumen, ja, wenn wir unser Bewusstsein zum Schlafen bringen sozusagen, dann darf endlich unser Unterbewusstsein frei agieren, ohne dass wir es limitieren durch unseren Verstand. Und da dürfen Dinge geschehen, die wir mit unserem Verstand einfach immer limitieren würden, ja? Und ihr seid hier verbunden. Ihr seid hier verbunden. So. Ja, und dann haben wir hier das Band. Ja? Damit wollte ich darstellen, das sind quasi eure Energie, eure Essenzen, eure Energie. Also wenn man euch als Energiekreisel malen würde sozusagen und ihr seid hier wirklich verbunden, verwoben, diesen Knoten kann man nicht lösen und das Band ist hier auch unendlich, ja, ist unendlich, einfach unendlich und ihr seid eben hier auf Seelenebene, auf Essenzebene, auf dem, was ihr wirklich seid, da seid ihr verbunden und zwar unzertrennbar und unendlich, ja. 1, 5 ist die 6. Die 6 sind die Liebenden im Tarot. Ja? Und hier haben wir die Anziehungskraft und die spielt natürlich in diesen Verbindungen eine enorme Rolle, sonst würde man nicht durch diesen ganzen Prozess laufen, ja, weil eben ihr euch eben ihr verbunden seid auf Seelenebene und ihr euch wahnsinnig magnetisch anzieht, dadurch, dass ihr eben dasselbe seid. Und ohne diese Wahnsinns-Anziehungskraft würde man auch diesen ganzen Prozess nicht gehen, ja. Und es geht eben darum, diesen Schmerzkörper, diese ganzen Schmerz, ja, der einen davon abhält, nicht in diese Verbindung zu gehen, der einen davon abhält, diese Liebe zuzulassen, diese Liebe zu schenken, diese Liebe fließen zu lassen, ja, überhaupt in die Verbindung zu gehen, ja, einfach, ne? Dass dieser ganze Schmerz, den darf man hier auflösen, weil dieser Schmerz hat nichts mit dieser Liebe zu tun. Er existiert hier nicht. Er existiert hier nicht. Dieser Schmerz existiert in der Rolle, ja, durch unsere Glaubenssätze, Muster, Konditionierung, bla bla blub, weil wir eben diese Art von Verbindung nicht kennen, ja. Die sind völlig anders und wir kommen da mit unseren normalen Vorangehensweisen nicht vorwärts. Und es gilt hier wirklich, mir kommt es hier als Schmerzkörper vor, diesen Schmerzkörper hier aufzulösen. Das ist der Job in dieser Verbindung, den Schmerzkörper aufzulösen. Denn immer wenn wir in Widerstand gegen diese Verbindung gehen, kommen wir in den Schmerz. Also auch in dem Widerstand, wie es gerade ist, okay, er, sie ist nicht da. Schmerz, Sehnsucht, um Gott, ich kann nicht, ich sterbe ohne den anderen. Es ist Schmerz, es gilt es aufzulösen. Diese Liebe ist frei, bedingungslos, sie fließt und fließt. Und wenn du in die Einheit mit dir selbst kommst, dann fließt sie einfach. Sie fließt einfach, diese Liebe. Überall, wo Schmerz ist, ist einfach nur ein Zeichen, da nochmal hinzugucken und aufzulösen. Ja? So, ihr Lieben. Ich lege noch ein Herz. Liebesorakel, Botschaften von Herzen. Tonikamine Salerno. Eins möchte ich noch legen. Eins oder
Okay, eins ist gefallen. Gut. Ja, das ist wie passend. Auch wenn ihr räumlich getrennt sein mögt, eure Seelen sind stets vereint. Das ist das, was ich genau, was ich hier sagte. Eure Seelen sind stets vereint. Die Liebe überwindet Raum und Zeit. Das ist auch, was ich gestern sage. Diese Liebe existiert nicht in Raum und Zeit. Das ist das, was ich gestern in der Legung sagte, ja. Und ihr würdet euch nicht vermissen, ja. Ja, ich denke, damit ist dieses Wahnsinnige, dieses Longing, dieses man kann nicht ohne den anderen leben, dieses Schmerzhafte gemeint, ja. Weil im Endeffekt, damit ist einfach nur, will man einfach nur sagen, dass ihr bereits eins seid, halt eben auf einer anderen Ebene, aber ihr seid bereits eins. Und das kannst du fühlen, ja. Fühl da rein. Wenn ihr zum Beispiel zu stark in die Sehnsucht habt, fühlt da rein, ihr seid bereits eins. Diese Dinge trennen, ne? Diese Dinge trennen. Genau, und Lachen ist die beste Therapie auf Erden. Vergnügt euch miteinander, vergesst nicht, Liebe ist der beste Heiler. Verspieltheit, und das war die Unterenergie. Und ich denke, da ist einfach interessant, Liebe ist der beste Heiler. Das ist nämlich die Aufgabe dieser Verbindung. Dass die Liebe dich halt, die Liebe, deine eigene Liebe, die da fließt im Endeffekt, gespiegelt in einer anderen Version, aber diese Liebe existiert ja in dir. Wenn ich zu jemandem sage, ich liebe dich, dann ist es mein Gefühl, was in mir fließt. Und diese Liebe ist so rein oder belastet, wie immer ich es fühle und zulasse. Dafür kann der andere erstmal gar nichts, der kann es auch nicht beeinflussen, wie tief meine Liebe ist, wie rein sie ist oder wie belastet sie ist oder wie abhängig sie ist oder mit wie vielen Mustern oder Konditionierungen sie überdeckt ist, denn es ist mein eigenes Gefühl. Es fließt nur in mir. Ja, und deswegen ist es auch interessant für sich selbst, ja, diese Dinge abzuschälen und weiter für sich zu gehen und weiter zu gehen, weil dieses Gefühl fühlst du ja in dir. Und umso purer es ist, umso mehr erfüllt es dich. Umso mehr Schmerz du loslässt, umso mehr du transformierst, umso mehr du bei dir ankommst, so mehr Liebe du bist, du verkörperst. Das ist ja in dir dieses Gefühl, lass es dich erfüllen. Das ist ja wunderschön, wenn man sich selbst mit Liebe überschütten kann. Ihr Lieben, in dem Sinne, ich wünsche euch noch einen schwitzigen, sonnigen Resttag. Ja. Ich lasse so viel Liebe zu euch fließen wie möglich und wünsche euch von tiefstem Herzen alles, alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.